Hallo Leute, herzlich willkommen. Hier ist gerade für uns die letzte Zeit in Stuttgart, die wir genießen. Deswegen zeigen wir euch jetzt nochmal alle Locations, die wir hier so in Stuttgart regelmäßig am Start hatten. Angefangen von Simons Bude bis hin zu meiner Bude. Also es ist quasi ein Faktenvideo, eine Roomtour und ein Vlog in einem. Also los geht's. Das hier ist die Laube, meine Freunde, das hier ist meine Gießkanne. Erster Fakt über mich, ich hatte früher lange Haare und die schlimmste Bestrafung, die meine Eltern mir jemals aufbrummen konnten, war ein Stück von meinen Haaren abzuschneiden. Einige von euch mögen vielleicht schon wissen, dass ich ziemlich musikalisch aufgewachsen bin. Ich habe mit 6 Jahren angefangen Klavier zu spielen, mit 8 Jahren ein Schlagzeug und das macht mir bis heute auch sehr viel Spaß. Ich bin seit 10 Jahren Vegetarier, ich bin jetzt 20 und mit dem Alter von 10 Jahren wurde ich Vegetarier aus dem Grund, dass wir mit meiner Familie... Es interessiert keinen, warum du Vegetarier bist. Das stimmt ja. Ich habe auch, wenn es leider keine Aufnahmen mehr davon gibt, früher mit meinem Bruder Star Wars Filme gemacht. Jetzt sind wir an keinem geringeren Ort als meinem Zimmer. Hier habe ich alles, was ich kann, gelernt. Es gibt abnormal witzige und auch ein kleines bisschen verstörende Aufnahmen von der Nacht, in der ich das erste Mal hier bei Simon übernachtet habe und das ist sehr... abgefuckt. Also Leute, ich kratze mich irgendwie, wenn ich morgens aufstehe, immer so 5 Minuten lang an meinem Oberkörper, komischerweise. Und ich weiß irgendwie nicht warum. Ich habe hier im Gesicht eine Narbe, weil ich als kleines Kind, ich glaube mit 6 Jahren oder sowas, aus der Sommerbude gefallen bin. Fact about Simon, am allerbesten schläft er im Auto. Nein. Hey Mann! Sorry für den kleinen Zwischenfall. Jetzt sind wir hier an der legendären CC97 Location. An der Location habe ich schon einiges gedreht. Besonders an der Location ist, die liegt genau zwischen mir und Typ. In meiner Vergangenheit habe ich 8 Jahre lang Judo gemacht, tatsächlich, aber mache ich seit 8 Jahren auch nicht mehr. Der eine oder andere weiß es vielleicht schon, ich habe die 10. Klasse in Amerika verbracht. Das heißt, ich war dann Austauschschüler. Ja, das war's mal schon. Yo, jetzt sind wir hier auf dem grünen Heiner, Leute. Das war früher der Hauptversammlungsplatz. Traurige Fakte über mich, Leute. Ich hatte mal einen beziehungsähnlichen Zustand mit 3 Mädels gleichzeitig, aber ich habe mich schon geändert. Sowas würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ich liebe sportliche Autos, Leute. Das merkt ihr bestimmt auch. Ich liebe es driften und zu heizen. Ich kann einfach nicht zwischen gutem und schlechtem Essen unterscheiden. Für mich schmeckt irgendwie alles gleich. Guter Kaffee gleich schlechter Kaffee. Das ist ganz praktisch. So, Leute, jetzt sind wir auch schon im Studio. Hier recorden wir die meisten unserer Tracks. Andere recorden wir bei Simon und Zimmer wiederum. Next Fakt ist richtig fucked up, denn ich wurde einmal mit 51 km/h zu viel geblitzt. Jetzt sind wir hier in Typs Zimmer, Leute. Es ist wie immer super ordentlich. Hey Mann! Ups, das war natürlich aus Versehen. Jetzt sind wir hier am Schlossplatz von Stuttgart, wunderschöner Platz. Hier bin ich früher leider nie hergefahren, weil ich nämlich mit einer 50er-Quad unterwegs war und das hat es nie weiter aus meinem Dorf raus geschafft als so 100 Meter. Aber es glaubt oder nicht, Leute, als ich 12 Jahre alt war, war ich ein absoluter Call of Duty-Suchti. Ey, das ist nicht dein, das gibt Rache, Digga. Das. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Kunst und Englisch. Englisch, weil ich ja ein Jahr in Amerika war, wäre ja dumm, wenn nicht. Und mein Hassfach war Mathe. Letzter Fakt, Leute, jetzt sind wir im Urlaub und ich habe meine Hand direkt mal gefickt. So, was passiert nun mal im Urlaub? Das erste Montagsvideo seit langem, ich hoffe, es freut euch. Das Einzige, was jetzt noch zu tun gibt, ist, diesen Abonnieren-Button zu abonnieren und den Daumen hoch da zu lassen. Abonnieren!